Barbara Baum ist eine der renommiertesten Kostümbildnerinnen Deutschlands, wenn nicht Europas, die Grande Dame sozusagen des europäischen Kinos. Und wir haben ihr jetzt hier eine, denke ich, wunderbare Ausstellung gewidmet. Barbara Baum, der Name ist vielen vielleicht erstmal kein Begriff. Man hat aber bestimmt den einen oder anderen Film von ihr gesehen. Zum Beispiel für Meryl Streep hat sie Kostüme entworfen. Dann für Faye Dunaway, für Jeanne Moreau, für Burt Lancaster, für Catherine Zeta-Jones. Und am bekanntesten ist sie wahrscheinlich für ihre Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder. Die Zusammenarbeit von beiden war nonverbal. Das heißt, Fassbinder wollte eigentlich die Kostümentwürfe gar nicht sehen, sondern hat Barbara Baum so weit vertraut, dass er die Kostüme, die fertigen Kostüme, erst am Set gesehen hat und sich von ihnen hat inspirieren lassen. Das Herz dieser Ausstellung bildet das Arbeitsarchiv von Barbara Baum, eingebettet in einen Nachbau ihres Berliner Ateliers. Wir haben einen großen Vitrinentisch, der ihren langen Arbeitstischen nachempfunden ist, in dem sich die Arbeitsmaterialien von Barbara Baum befinden. Drehbücher, Kostümauszüge, Drehpläne, Tagesdispos, aber auch Anprobenfotos, Fotos vom Set, Stoffproben natürlich auch ganz viele. Um diesen Atelierraum herum sind die Ergebnisse dieses künstlerischen, aber auch organisatorischen Prozesses aufgereiht. Das sind die 52 Originalkostüme aus den verschiedensten Fundi in Europa und in Deutschland. Ein Zitat von ihr, ich denke immer in Stoffen, ist vielleicht auch Grundlage gewesen, wie wir auch diese Ausstellung dann konzipiert haben. In der Ausstellung sind drei textile Bibliotheken. Man kann in diesen Stoffen blättern, man kann ertasten, man kann raten, was ist das für ein Stoff, um das haptische Erlebnis zu haben, wie solch ein Stoff auf der Haut sich anfühlt. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben die gesamte Ausstellung auch für blinde und sehgeschädigte Personen konzipiert. Wir haben taktile Übersetzungen von Barbaras Zeichnungen angefertigt, Brailleschrift aufgebracht und auch Reliefschrift. Das heißt, man kann auch mit seinen Fingerspitzen nachlesen, was Barbara Baum sich bei der Konzeption eines Kostüms gedacht hat. Den Besucher erwartet eine barrierefreie Betrachtung von Kostümbild. Es gibt einen Audioguide, der über eine App blinde Menschen, aber auch sehende Menschen durch die Ausstellung führt. Ein weiteres sinnliches Element dieser Ausstellung sind sogenannte digitale Leinwände, die es uns auch ermöglichen, eine direkte Verbindung zu schaffen von dem statisch präsentierten Kostüm und direkt dahinter der dafür vorhergesehene filmische Kontext. Das heißt, man kann direkt vergleichen, was es ausmacht, wenn das Kostüm am Schauspielerkörper getragen wird. Wir waren von der Resonanz der Besucherinnen und Besucher sehr, sehr positiv überrascht. Uns freut besonders natürlich, dass wir auch ein breites Spektrum an Besucherinnen und Besuchern in der Ausstellung haben. Von jung bis alt, weiblich, männlich, spielt eigentlich gar keine Rolle. Jeder findet seinen individuellen Zugang zu dieser Ausstellung und zu Barbara Baum. Die Ausstellung ist für diesen Raum hier konzipiert, ist aber adaptierbar auch in anderen Häusern, in anderen Räumlichkeiten und hier würden uns sehr freuen, wenn sie auch auf Wanderschaft geht und in anderen Städten, sogar Ländern, zu sehen ist.